Christoph, jetzt wollen wir von Solarplatte sprechen, ja? Genau. Du gibst ja Erklärung. Also, was kann man sagen? Was es Neues gibt. Ja, zeig mal. Also herkömmliche Solarmodule sehen wir hier unten. Das ist ein polykristallines Solarmodul mit einem normalen 6-Inch-Wafer. Bei dem 6-Inch-Wafer haben wir das hier, das nennt man Wafer. Ja. Und auf diesem Wafer haben wir Busbars. Die Busbars sind die Stromabnehmer, die den Strom von dem Wafer, von dem Siliziummaterial aufnehmen. Ja. Je länger der Weg ist von dem Wafer bis zum Stromabnehmer, umso mehr hat man Verluste. Ja. Deswegen ist es eigentlich günstig, wenn man viele von den Busbars auf den Wafer aufgebracht bekommt. Das heißt also, Multi-Busbars sind wesentlich besser, als wenn ich nur zwei Busbars auf einem Solarmodul drauf habe, auf einer Zelle. Jetzt gibt es aber eine neue Technik, damit wir noch effizienter werden. Und da haben wir diese Wafer in viele kleine Scheiben geschnitten. Und diese Scheiben werden mit einem speziellen leitfähigen Kleber zu einem Schindel-Solarmodul zusammen gebracht. Und wir sehen, dass auf diesem neuen Modultechnologie gar keine Busbars mehr drauf sind. Das heißt also, wenn wir das genau uns anschauen, ich hoffe, man sieht es in der Videokamera, haben wir hier einen Schnitt. Ach ja, hier ist der nächste Schnitt. Hier ist der nächste Schnitt. Und das sind einfach Solarzellen, die gleichen, wie wir hier drüben haben, aber ohne Busbars, die einfach nur in Scheiben geschnitten wurden. Und diese Scheiben wurde eine Scheibe hingelegt und die nächste Scheibe wurde mit dem Kleber behaftet und wurde draufgelegt. Die nächste wurde wieder draufgelegt. Das heißt, wir sparen uns den Platz zwischen diesen Wafern und wir sparen uns diesen Fläche, wo wir die Busbars drauf haben. Diese Fläche stellen wir nämlich jetzt der Sonne zur Verfügung, um mehr Energie aus dem Modul herauszubekommen. Wie viel bekommt man raus? Wir haben ungefähr 2-3% mehr Ertrag auf der gesamten Zelle. Das heißt also, Zellwirkungsgrad wird dort wesentlich erhöht, was bei einem Wirkungsgrad von 18% bis 20% natürlich eine Menge mehr ausmacht. Also nehmen wir ein Beispiel, habe ich jetzt ein Solarpanel 100 Watt. Was kriege ich damit raus? Das 100 Watt sind 100 Watt, aber das Solarmodul kann damit knapp 10 cm kürzer sein. Und das ist jetzt mal beim Thema Wohnmobile. Wir haben auf dem Wohnmobil natürlich immer einen beengten Platzbedarf auf dem Wohnmobil nach. Und wenn ich jetzt 10 cm spare, um die gleiche Leistung drauf zu bekommen, dann habe ich natürlich 10 cm gewonnen, wo ich mehr Leistung installieren kann. So, was mache ich in Ampere in meine Batterie mit 100 Watt? Das ist eine schwierige Geschichte, weil es wieder auf den Laderegler und Widerstände der Batterie drauf ankommt. Aber man bekommt aus dem 100-Watt-Modul die 100 Watt raus, wenn man Testbedingungen hat. Unter reellen Bedingungen gehen wir eigentlich davon aus, dass man 100 Wattstunden mal 4 Sonnenstunden im Sommerhalbjahr bekommt. Das heißt also, 400 Wattstunden ist ein sehr guter Ertrag, den man ein durchschnittlicher guter Ertrag. Und in Ampere? Dividiert durch die Batteriespannung. Das heißt, 400 Watt geteilt durch, 12 Volt erreichen wir dann die Ampere-Stunden. Okay, ich bedanke mich dafür. Gerne. Bis bald. Tschüss. Tschüss.